Hallo alle zusammen. Weiter geht's in der Dark Souls Welt. Ich mache genau da weiter, wo ich gestern aufgehört habe. Ich habe nicht ein bisschen alleine weitergespielt. Ich habe nichts verpasst. Und ich entdecke hier auch gerade rechts ein Item, was ich noch nicht eingesammelt habe, über meinem Kopf. Ja, die Sonne scheint. Es ist ein wunderschöner Tag draußen und ich sitze drin und zocke. Ich glaube, das können nur die wahren Zocker verstehen, dass man lieber drinnen ist und zockt, als das schöne Wetter zu genießen. Ja, ich müsste eigentlich heute auch arbeiten. Mach's aber nicht, sondern zockel einfach lieber. Das Spiel ist einfach so mega geil. Ich kann einfach nicht aufhören zu spielen. Deswegen mache ich jetzt weiter. Und damit ihr es nicht verpasst und ich im Nachhinein auch nicht, weil ich gucke mir echt meine Let's Plays selber an. Das hört sich zwar echt krass selbstverliebt an, aber ich finde es einfach geil. Also ich finde es unterhaltsam. Das letzte Let's Play, ich fand es von Anfang bis Ende unterhaltsam. Ja, mal gucken, ob es diesmal auch wieder so spannend wird. Eine neue Welt liegt vor mir. Völlig unergründet. Und ja, mal gucken, ob ich da schön weiterkomme. Und nicht ewig an einer Stelle hänge. Weil dann werden die Let's Plays nämlich immer schön unterhaltsam. So, wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, ich habe die Musik ein bisschen runtergestellt in den Einstellungen, weil die war schon sehr laut, habe ich im letzten Let's Play gemerkt. Und ich habe meine Stimme noch lauter gemacht, beziehungsweise die Spiellautstärke von meiner Aufnahmesoftware für YouTube. Die Twitcher merken da jetzt keinen Unterschied. Aber meine Stimme wird jetzt noch lauter aufgenommen als das Spiel selbst, weil das war im letzten Let's Play, war doch teilweise an manchen Stellen konnte ich mich kaum verstehen. Und der Spielsound war doch sehr laut. Gut, fangen wir an, das Gebiet zu erkunden. Manchmal sage ich wir, manchmal sage ich ich. Ich meine natürlich immer wir. Ihr guckt ja auch mit zu. Ihr könnt nur nicht entscheiden, was ich mache. Gut, fünfmal im Kreis gelaufen. Jetzt gehe ich doch mal vielleicht die Treppe da oben hoch. Da oben schwebt schon jemand rum. Na, da ist schon ein Enemy. Gucken, was der so drauf hat. Oh. Siehst du wie so ein Geist aus? Du bist sehr schnell, ne? Mal wieder reinkommen, auch wenn ich erst gestern gespielt habe. Einmal gestaggert und weg sind sie. Ich höre ein unbekanntes Schreien. Das hört sich an, als würde es von links kommen. Vielleicht soll ich mich erstmal mit dem da hinten battlen. Na, der läuft so weit weg. Ja, es kommt von hier, würde ich sagen. Wer ist das? Ich wollte gerade sagen, es ist der Onion Knight. Irgendwie so eine Mischung aus Onion Knight und diese komische Feuerlady. Aber wir kommen da jetzt erstmal nicht hin. Gut. Habe Geduld. So, guten Tag. Oh, was machst du? Ah, du kannst solche Dinger. Oh! Du kannst solche Dinger direkt aussprechen und die fliegen voll weit. Na, wie findest du das? Einfach mal weggerollt. Autschi. Da war noch ein zweiter. Und schon bin ich tot. Stimmt, ich hatte auch mal in meiner Aufnahmesoftware gecheckt, da war meine Stimme 3 Sekunden verzögert, wird die eingespielt. Ich habe es jetzt mal auf 2 runtergesetzt, ich weiß nicht, ob es überhaupt verzögert dargestellt werden muss. Sieht echt komisch aus. Er sieht nämlich ein bisschen aus wie die Enemies, die hier rumlaufen. Guck mal hier.
komisch. Hat doch gar keine Waffe und so. Sehe ich den jetzt nur, weil ich online bin, oder ist der immer da? So langsam kann ich gar nicht laufen. Doch, eigentlich schon, oder? Das ist eigentlich immer noch schneller, als er gelaufen ist. Gut, da bist du. So, jetzt müsste aber deine Ausdauer leer sein. Ah. Boah, die sind voll böse. Fuck. Übel, Mann. Übel, Mann. Okay, jetzt geht's grad voll ab hier, Mann, mit den Gegnern. Ist das übel. So, und der da hinten, der macht dann so einen dummen Zauberspruch, ne? Und rechts da kommt auch noch einer. Habe ich den getriggert? Ja, sieht so aus. Kommt er mit seinem scheiß Zauberspruch. Lass stecken, Mann. Kommt das so weit? Nee. Doch, es kommt wahrscheinlich so weit, aber... Der weicht meinen Pfeilen aus. Komm, ich trigger dich. Du sollst mich angreifen. Aber nicht mit deinem dummen Schuss. Den stört das auch echt nicht, ne? Dass ich den ab und zu mal wieder Pfeile in den Rücken schieß. Sorry for the cheesy tactic. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich den anders... Ja, dann mach halt wieder dieses komische Teil auf mich. Oh. Oh! Ich wollte eigentlich mein Schild rausholen, aber dann... Na, das war jetzt die Fackel. So, vielleicht kann ich jetzt mal seinen Kumpel triggern. Ja, der Kumpel kommt nämlich. Der ist nämlich viel kampfgeiler. Komm, Kumpel, lass uns doch hier unten kämpfen. Der hat nämlich auch kein Schild. Mache ich das auch ohne Schild. Nice. Guten Tag, lieber Zuschauer. Du hast noch nicht viel verpasst. Bin fünfmal hier an der gleichen Stelle gestorben. Nee, eigentlich nur einmal, glaube ich. Und kämpfe. Aua! Scheiße. Mit so harten Gegnern, echt. Das erste Mal. Ach, schon wieder reingejumpt. Ich bin aber auch ein Dummer. Vorhin habe ich es geschafft. Er holt sich das aus seinem Mund raus, ne? Scheiße, keine Ausdauer mehr. Nein! Ah, damn it. Jetzt muss ich die nochmal alle killen. Ja, also ich muss jetzt zugeben, ich hatte schon letztes Mal so ein bisschen das Gefühl, dass es schwerer geworden ist. Mit den Skeletten ging es jetzt sogar. Aber davor war nochmal so eine Welt, wo ich dachte, okay, what? Langsam sterbe ich. Ne, es ist so. Es ist so schleichend gekommen. Ganz am Anfang bin ich echt von Boss zu Boss gerannt. Aber der hier, der taucht immer an der rechten Stelle auf, oder? Ja, von Boss zu Boss gerannt, habe auch teilweise meine Lebendigkeit oder mein Ember behalten. Und jetzt hier, das geht gut ab. Ich gehe voll auf drauf. Au. Alter Falter. Was
hast du für eine Ausdauer, Mann? Oh, fuck. Zum Glück habe ich mich gerade geheilt. Die sind so hart, die Gegner, Mann. So, ich will jetzt den rechten triggern, okay? Den rechten, da. Large Titanite Shard. Gut, dass ich das noch schnell geholt habe. Nochmal und nochmal. Puh. So. Da sind meine 5 Seelen. Ah, schon wieder zu früh gerollt. Komm nochmal, nochmal. Nein, nein. Keinen bösen Geist herbeiführen. Unsichtbar, ich bin unsichtbar, kannst mich gar nicht sehen. Das erste Mal, dass ich jetzt hier an diesen Gegnern vorbeikomme. Mann, oh Mann. Large Titanite Shard. Oh yeah. Eigentlich sollte ich jetzt mal mein Schwert aufwerten, das kann ich nämlich jetzt. Aber, da muss ich die nochmal killen. Wenn die Large Titanite Shards laufen wir ja nicht weg. Nicht so wie die Seelen. Oh, guck mal hier, der hier. Der ist schon wieder da. Das ist kein normaler. Ah, guck mal, da kriegst du sogar einen Kommentar. Vielleicht genau zu dieser Stelle. Wie war das nochmal? Share, genau. Die Stelle ist Mist, wird da geschrieben. Okay, toll. Meinst du jetzt die kommt oder die schon war? Ist jetzt egal. Also die gerade eben war schon schlecht oder schwer. Die war echt hart. Aber die hier wird jetzt noch härter oder wie? Mal gucken. Manchmal gibt es auch so Stellen, da denkt man sich, boah, die war so super hart. Ein anderer rusht da einfach durch, weil er irgendwie Glück hatte. Die Gegner einfach nicht so sich verhalten haben, wie man sie selbst erlebt hat an der Stelle. Boah, der sieht auch übel aus, Mann. Der erinnert mich so ein bisschen an diese Lanzengegner aus dem Wald. Nur, dass seine Lanze brennt. Boah, übel, Mann. Und er irgendwie etwas größer und gefährlicher aussieht. Aber da, was macht denn der? Kommt Feuer aus dem Boden. Das ist übel. Oh. Ey, was geht ab, Mann? Du hast ja voll die bösen Kräfte. Okay, dich bekämpfe ich ohne Schild. Damit ich agiler bin. Ah, da kommen doch gleich deine Freunde mit. Das ist ja toll. Das ist wundertoll, dass du deine Freunde mitbringst. Da renne ich erstmal kurz um mein Leben und hoffe, dass ich ein paar getriggert habe. Genau, die kommen auch mit. Kommt alle drei mit. Ah ja, super. Durch die ganze Family. Aua. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Die haben irgendwie so böse, dampfende Schwerter. So, last but not least. Au. Gerade wollte ich rollen. Okay, also der lässt sich nicht so einfach verarschen. Der macht schön weiter die Zaubersprüche. Der Kumpel von ihm kommt auch nicht runter oder so. Der gammelt da doch oben noch rum, oder? Jetzt kriegst du einen scheiß Fallenrücken. Blöder Wichser. Ja, der hat gar nicht so viel Energie. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Es ist doof, wenn da noch ein zweiter dabei rumsteht. Schlag! Immer mit meiner Ausdauer zu kämpfen. Hui. 5 Astus Flasks bis hierhin verbraucht. Budding Green Blossom. Und noch mehr von denen. Die
waren jetzt vorhin gefühlt nicht so schwer. Aber trotzdem soll ich mich nicht so heftig von denen treffen lassen. Ich weiß immer noch nicht genau, was die für eine Fähigkeit haben. Nicht, dass die mich irgendwie cursen oder so. Obwohl, der hat sich jetzt vorhin nichts aufgebaut am Balken. Gut. Also ich hatte jetzt, oder ich hoffe natürlich, dass nur diese Stelle doof war und der Rest, wow, der Rest dann wieder geht. Aber ich habe eigentlich jetzt gedacht, jetzt wird es einfach härter im Spiel. Und es ist nicht nur die Stelle, die doof ist, sondern das ganze Spiel wird jetzt einfach doofer. Aber ich gehe nochmal kurz zurück, um dann einen Kommentar zu lesen. Yay, Energie voll bekommen. Voll cool. Feuermann ist weg, oder? Ja. Er schreibt, die Kleinen können nix. Das stimmt aber echt. Die können nix. Achso, ich hatte ja gefragt wegen dem, wegen diesem dampfenden Schwerter, ne? So, wegen, was ich jetzt mit dem machen soll, weiß ich auch nicht. Muss ich zu ihm hochrushen, ne? Sieht so aus, als könnte ich zu ihm hochrushen. Guten Tag. Wartet, ob es die Ausdauer aufgeladen war. Cool. Der war jetzt recht lahm. Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt. Nochmal ein Large Titanite. Ist das cool. Ich habe einfach nur Glück gehabt hier an der Stelle. Es kann bestimmt auch richtig die Hölle sein. Guck mal da, kommen auch noch zwei solche. Ne. Ihr kommt echt zu zweit. Zum Glück habe ich die erst jetzt. Da kommt er schon mit seinem dummen Zauberspruch. Ist natürlich jetzt doof. Ich bin hier fett gefangen. Und die kommen beide natürlich. Okay, ein weniger. Ein weniger. Alles klar. Und der andere. Der kommt auch, ne? Komm mal schön zu mir. Nicht so lang zeigen. Das macht er seinen dummen Zauberspruch. Und der hat ein Schild. Der wird ein bisschen schwieriger. Kommt doch einmal. Nein. Nein, nein, nicht der, nicht der. Scheiße. Scheiße. Ah, jetzt wird die Stelle richtig scheiße. Wenn ich jetzt weitergekommen wäre und Bonfire gewesen wäre, wäre alles cool gewesen. Dann wäre das voll die easy Stelle gewesen. Aber so... Oh nein, jetzt muss ich die alle nochmal killen. Ey, jetzt mache ich mir mal ganz kurz meine Waffe stärker. Wenn ich schon am Bonfire bin. So ein Mist. Ganz kurz meine 6 Titanite Shards... Titanite... Wie heißen sie? Large Titanite Shards investieren. Hat auch noch fast 12.000 Seelen. Die muss ich mir unbedingt noch holen. Mach ich die Seelen nicht aus, ne? Wo ist meine Waffe? Ach nee. Ich Schlauberger. Das kostet 4 und nicht 6. Ich hatte einfach nur letztes Mal nicht genug Seelen, deswegen dachte ich, das reicht nicht. Ah, Spezialist. Gut, dann einmal 1000 Seelen holen, bitte. Purchase item. Ne, sell item. Okay, ich mache jetzt irgendwie mal die Twitch-App auf meinem Handy an. Dann müsste ich doch theoretisch auch sehen, wenn jemand kommentiert. Aber sonst muss ich jedes Mal in diese Kommentarzone gehen. Ah, es klappt jetzt nicht. Ich denke mir das jedes Mal so, brauche ich das? Muss ich die Kommentare sehen? Aber es wird eh so selten kommentiert. Aber in letzter Zeit passiert es jetzt doch etwas häufiger. So, wir brauchen 900. Da nehme ich einmal 1000 da hier. Eigentlich... Ashen One, be sure to... Okay.
Wenn du zwei hast, ist das Schlimmste rum. Heißt es, die sind jetzt weg oder wie für immer? Ich frag dich jetzt gar nicht, weil sonst muss ich gleich wieder deinen Kommentar lesen. Ah, jetzt bin ich auch noch in den Play Store gerutscht. Na gut, dann mache ich mir mal schnell die Twitch-App auf mein Handy drauf. Die hatte ich immer wieder drauf, aber irgendwie muckt die bei mir rum. Oder hat irgendwie die Videos nie so flüssig abgespielt, deswegen habe ich es immer wieder runtergeschmissen. Ach, keine Ahnung warum. Egal. Einmal hier. Ja, ich hatte gerade so die Vermutung, jetzt dauert, kostet 6, dass diese riesengroßen Feuergegner, dass die nicht nochmal kommen. Kann aber auch sein, dass du einfach nur meintest, wenn ich die hinter mir habe, dann ist es nicht mehr so schwer. Deswegen. Ein paar Mal kann ich Stelle auf jeden Fall noch machen. Bei mir bleibt auch nichts anderes übrig. So. Genau, Twitch wird installiert. Jetzt kann ich noch mal. Ah, die kommen schon wieder. Scheiße. Sorry, ja, so, ich habe gerade deinen Kommentar gelesen. Die kommen schon wieder, hast du geschrieben. Na gut, aber gut. Ist ja auch langweilig, wenn es immer alles langweilig ist. Auch ein bisschen Action. Ein bisschen herausfordernd. Aber was die hier bedeuten. Ich auch gerne mal wissen. Warum laufen die hier lang? Kann ja kein Zufall sein. So. Komm, tag me. Aber du machst erstmal deinen komischen Würgezauber. Okay, dann muss ich jetzt den rechten triggern. Nicht den linken. Nicht den linken. Okay, nochmal ganz kurz auf die Twitch-App gucken. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht auf die Schnelle klappen. Ich muss mich ja noch einloggen und alles. Aktuell macht mein Handy gar nichts. Weißer Bildschirm. Auch gut. So. Kommst du? Ah, du machst erstmal den komischen Zaubersprung. Boah, die bringen 1000 Seelen. Hätte ich vorhin einfach mal einen killen sollen und dann erst mir Waffe aufwerten. Ja komm, was machst du, Mann? Willst du weglaufen? Hm? Greif mich jetzt mal an. Ja, ohne diesen dummen Zauber. Ja, genau. Geil. Zwei nicht bringt echt viel bei denen, weil ich dann genau 3 Schläge brauche, um die zu killen und nicht den 4. noch hinterher setzen muss. Scheiße, jetzt wird's schwierig. Nein! Ja, das Doofe bei dem ist, dass der halt einfach blocken kann. So, noch mehr Gegner. Ah, da waren diese komischen Dampfladies. Ihr könnt wirklich gar nichts. Außer schnell sterben. Ja, komm. Die tun nur so, als ob. Next one, please. Ah, da kommt der Feuerkönig. Mit seinen Gehilfinnen. Die werde ich mir jetzt erstmal triggern. Ah, ich wollte eigentlich die hinten dran triggern. Warum laufe ich eigentlich weg? Weil die so voll gefährlich sind. Aber was? Oh, der Feuertyp ist schon getriggert. Ja, der hält sich natürlich auch auf Distanz, weil es ein Mage ist. Der hat keinen Bock auf Nahkampf. Wow. Oh. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt vorrush und den angreife, dann kommen seine komischen Ladies mit. Der hat echt böse Zauber, Mann. Boden stampfen und aus dem... Bei mir aus dem Boden kommt die Flamme raus. Flammen werfen. Oh. Oder aua, aua, und fast sofort gestorben. Okay, ich muss jetzt weg hier. Da kommen die Ladies immerhin noch ein bisschen näher. Man denkt echt so, ja, ja, der trifft mich hier nicht. Au, fuck. Mann. Ey, der ist echt böse, der Zauberer. Der ist echt... Oh, und der trifft mich wieder. Ach, du Liebe. Was soll ich jetzt machen? Es bringt nichts. Ich kann nicht wegrennen. Ich muss jetzt einfach ihn angreifen.
Da vorne hatte ich nur noch 5 Estus Flask, genau an dieser Stelle. Jetzt habe ich noch 7. 8. Oh, hatte ich gerade nicht 7? Habe ich noch einen dazu bekommen? Komm, Ladies, greift mich mal an jetzt. Okay, ich darf jetzt nicht. Das ist dumm von mir gewesen. Mann. Jetzt muss ich... Oh, ich kotze. Ich kotze. Jetzt muss ich den Scheißzauber nochmal machen. Oh. Und die alle drei nochmal. Oh, es ist immer so nervig, wenn man die so rauszieht und... Es geht alles, aber wenn man es dann 5-mal machen muss, dann irgendwann ist es dann ein bisschen nervig. So, komm, Klaus. Wollte mich an. Greift mich doch einfach gleichzeitig an. Das fände ich noch viel cooler. Fuck, Mann. Ich glaube, das war gerade Glück, dass ich auf der Treppe war, sonst hätte er mich getroffen mit dem Schlag. So, jetzt will ich den rechten Kumpel triggern. Ja, nochmal ein Zauberspruch hinterher. Weil es so viel Spaß macht. Oh nee, der hat nochmal ein Large gedroppt. Nee. Okay, dann ist es nicht so schlimm, dass ich die Stelle mehrmals machen muss. Okay. Wie geil ist das denn? Na komm. Oh nein. Oh nein. Schlag! Es bringt auch manchmal was, aufs Schild drauf zu schlagen, weil sie dann denken, okay, jetzt können sie angreifen. Und dann setzt man einfach einen noch hinterher. Noch einen hinterher. So, und jetzt unbedingt die Ladies triggern, nicht den Zauberer. Klappt ja schon mal gut. Immerhin 2 getroffen. Komm. Wo ist die zweite? Ah, die. Okay. Es ist scheiße, aber es kriegt doch jetzt nichts. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie mich wieder die ganze Zeit vor dir verstecken und meine Estus Flask leer saugen lassen. Aber ich muss es wohl. Ich muss es wohl machen. Nein, ich bin gegen die dumme Wand. Okay, da ist jetzt einer getriggert. Die kann ich jetzt wenigstens mal einzeln bekämpfen. Naja, da kommt er jetzt auch recht näher. Einzeln bekämpfen ist nicht unbedingt. Wow. Oh, Mann. Immerhin meine scheiß Seelen noch bekommen. So, Ladies. Eine nach dem anderen. Habe ich irgendwie doch voll Schiss vor denen. Okay. Weil die mich vorhin gekillt haben. Ist mir doch. Nee. Jetzt ist. Nee. Es ist genau das gleiche wieder wie vorhin passiert. Ey. Fuck. 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 Ich habe jetzt genau den gleichen Fehler. Man denkt irgendwie, ja, ja, easy Gegner. Scheiße. Jetzt kommt endlich mal dieses Dark Souls Sterben. Ich meine, ich freue mich nicht darüber, dass ich die ganze Zeit sterbe.
Aber am Anfang war es doch recht easy. Los, greif mich an, bitte. Und nur einer, bitte. Los. Ja, vielleicht kriege ich noch ein paar Large Titanite Shards. Kein Large. Schade. So, der Kumpel bitte. Der bleibt erstmal eine Runde stehen. Oh ne, jetzt geht er wieder zurück. Nein, geh nicht zurück. Kann doch über alles reden. Los, lass uns kämpfen. Ich brauche nur drei Schläger mit. Ah, ich habe die ja verstärkt. Stimmt. Pontifit Knight Armor. Crazy, Mann. Ich krieg eine ganze Armor von dem. Lass mich die mal angucken. Wiegt 7,3 und hat Physical 9,3. Will ich nicht ansehen. So, du mit Schild. Dich bekämpfe ich auch mit Schild. Bam. Ich habe eigentlich noch nicht geguckt, was hier so ist. Ah ne, doch, da war ich schon. Und ganz da hinten war hier eigentlich auch irgendwas. Ich meine, ich hätte da Kisten gesehen. Nee, keine Kiste. Nur eine komische Reflexion. So, was ist es jetzt? Der fünfte Versuch? Vierter Versuch? Nochmal versuchen, nur die Begleiter zu triggern. Ich will halt eigentlich den Hintermann treffen. Oh nein, mein Schlag ging vorbei. Okay, Zauberer, du kommst jetzt mir jetzt immer näher, ne? Ist klar. Würde ich auch machen, wenn ich du wäre. Naja, eigentlich kommst du mir auch nicht so viel näher, weil du willst ja auch mit Cheesy-Taktik mit deinem Zauber angreifen. Nein, 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 nicht schon wieder von diesen doofen Frauen killen, Alter. Kommt her, wenn ihr kämpfen wollt. Ich mach nicht mit dem Zauberer hier. Oh nee, der trifft mich echt auf 5 Kilometer Entfernung. Ja, kommt! Los! Ah, jetzt geht ihr schon wieder weg mit euren dampfenden Köpfen. Wie lang geht denn der? Richtig mega lang. Und das sind noch nicht mal die, die mich gekillt haben, ne? Die kommen erst nach ihm. Da kommen die dann. Da kommen nochmal drei Stück. So, jetzt, ey, ich kill euch jetzt einzeln. Es geht nicht anders, sonst killt ihr mich wieder. Komm. Und auch mit dem Schild. Ah, Schild. Los, greif mich an. Die haben auch nur einen Schlag drauf, oder? Ich mache jetzt keinen No Risk No Fun mehr hier. So. Next. Jetzt spiele ich nur noch safe. Fire Witch Legends. Das war eine Fire Witch, ja, diese großen.
Oh, da habe ich aber. Wie viele Seelen sind das, Mann? 18.000. Hossa. Und da soll ich jetzt zu dem Zauberer hochgehen mit meinen 18.000 Seelen, ja? Das meinen die jetzt wirklich ernst. War das auch noch ein Item? Rim Blue Musklam. Naja, was bleibt mir alles übrig, als zu ihm rumzurushen? Nochmal, nochmal. Der braucht so lange, um seinen Zauber zu casten. Wenn man bei ihm steht, kann er eigentlich nichts mehr machen. Boah, da kommen die anderen. Scheiße, Mann. Ich muss die wieder hier oben bekämpfen. Ich will jetzt nicht sterben. Guten Tag. Könnt ihr nicht einfach weiterlaufen? Hä? Genau, einfach weiterlaufen. Gibt nichts zu sehen. Aber die drehen bestimmt gleich um und dann laufen sie wieder in den Rücken. Jetzt würde ich nur gerne wissen, ob jetzt gleich ein Bonfire kommt. Gott, habe ich sie getriggert? Nein. Was ist hier? Ah, Lizard! Twinkling Titanite. Die kommen bestimmt gleich wieder zurück. Oh, ich will nicht mit denen kämpfen. Oh. Oh, Mann. Die kommen immer näher. Ich will jetzt da nicht lang. Scheiße, gibt's hier nicht irgendwo einen Shortcut? Mit den beiden gleichzeitig kämpfen muss, habe ich fett verloren. Noch ein Large Titanite Chart. Immerhin. Aber ich kann doch jetzt nicht da die. Oh Gott, kommen die noch näher? Kann auch schön wieder umdrehen. Oh fuck. Zauberer ist da. Ich run. Ich kann jetzt nicht mit denen kämpfen. Na klar kann ich mit denen kämpfen. Da war eine Nachricht, vielleicht steht da drauf, Bonfire ahead. Oh, Hilfe. Ich rush ich jetzt. Da ist ein Bonfire. Ein Bonfire. Yeah. Wow, man. Ich hab die beschissene Stelle hinter mir gelassen. Geilomat. Was ist mit dir los? Proof of Concord kept. Mhm. Oh, es ist geil. Und da steht ein NPC. Oh. Guten Tag. Ah, das ist wieder die Dame, oder? Oh, I thought it might be you. Good to see you. I never managed to find Horace. But my duty must be done, even alone. As an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Yep. Please, take this. Recompense for my foolish request. And also a token of protection. May the flames guide your way. Ring of the Evil Eye. Den habe ich schon mal gehabt, den Ring in Dark Souls 1. Was macht er nochmal? Ich mache parallel nochmal Twitch auf, um meine Kommentare zu sehen. Es dauert nur ewig, bis ich mich eingeloggt habe. Kleinen Moment. So, einmal einloggen bitte. Ich meine nämlich, dass die Twitch-App irgendwie nie so. Twitch vom. Nein, das will ich nicht. Du folgst aber eine Spiele, Kanäle, du folgst. Nee, ich will Kanäle. Nee, Kanäle will ich eigentlich auch nicht. Na gut, ich probiere jetzt nicht ewig rum. Das muss ich ein andermal machen. Okay. Hat er sich jetzt so gefreut über den Ring? Ich habe doch nur X gedrückt. Ah, vielleicht habe ich die Bewegung mit dem Touchpad gemacht. Okay, mal kurz die Kommentare so lesen.
Am Eingang. Am Eingang hier beim Bonfire steht eine Statue, da soll ich gegenhauen und dann kann ich die Quest mit Anri weiterführen. Ah, da sind Statuen, sehe ich auch. Sorry. Das ist wohl Anri. Unkindled. For a pilgrim such as I, all tucked in and awaiting death, to have this honor. This presages a most glorious death indeed. Praise thee. Praise thee. Ja, also ich habe diese. Oh nein! 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 Es tut mir leid! Fuck! Genau das ist mir nämlich. Nee, nicht passiert beim ersten Mal, als ich sie getroffen habe, aber beim ersten Mal habe ich sie einfach totgehakt, weil sie gesagt hat, sie will irgendwie nicht mehr leben. Oh, jetzt hätte ich sie fast nochmal gekillt. Mann. Fast nochmal gekillt. Nochmal eine Chance bekommen, die Quest mit der weiterzuführen. Dann einfach nochmal gekillt. Und geht mit dir irgendwas? Ah, you are brave indeed. To face your duty alone. I would do well to learn from you. May the flames guide your way. Okay. Quiet resolve. Ich habe parallel versucht, immer noch irgendwie rauszufinden, wie ich in meinen Chat reingehe über die Twitch-App. Nee, also es gibt da oben rechts auch so ein Chat-Symbol, also so ein Sprachsymbol, aber da kann man irgendwie nur flüstern mit anderen Leuten. Gut, dann eben nicht. Ja, danke für den Tipp. Das mit der Statue, da hätte ich überhaupt nicht dran gedacht. Vielleicht durch diese Message, die auf dem Boden steht. Na, was steht da? Pilgrim Hat. Ja. Muss man auch dran denken. Hier geht eine Treppe nach oben, okay. Vielleicht gibt es nachher dann eine Stelle, wo man dann hier irgendwie einen Shortcut öffnet, um zum Bonfire zu kommen. Kann ich mir gut vorstellen, dass man hier irgendwie runter droppt oder so. Was macht eigentlich die Helligkeit? 6 ist okay, eigentlich ist fast noch zu hell hier drin. Ich müsste eigentlich fast noch höher stellen. Okay, bevor ich mich jetzt ans Bonfire setze, will ich erstmal nochmal gucken. Gibt es hier noch irgendwas? Oh, es war so gut mit dem Bonfire. Endlich. Ich weiß, das also gerade bei Bloodborne ging es mir echt so häufig so, dass ich dachte, jetzt muss eins kommen, sonst schaffe ich es nicht. Es kam nie eins. Beim Dead End versuche ich immer gegen die Wand zu hauen. Davon, dass es da wenigstens ein Illusionary Wall gibt. Der chillt hier einfach nur. Hier gibt es noch nicht mal ein Item. Die zwei, die Patrouille laufen, die sind natürlich noch da. Die habe ich ja noch nicht gekillt. Feiger Hund. Noch ein Large Titanite Shard. Ey, das ist echt krass, Mann. Okay, bevor ich jetzt. Ah, ne, ich wollte gerade sagen. Nee, 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 warte mal, warte mal. Ich bin jetzt ein feiger Hund und gehe doch zum Bonfire. Investiere meine 20.000. Obwohl, die wären jetzt auch nicht weit weg vom Bonfire, ne? Das kriege ich wahrscheinlich. Ah, okay. Ja, ich weiß. Ja, okay, sorry. Ich muss immer wiederholen, weil während ich die Kommentare lese, kannst du mich nicht hören, weil mein Mikrofon ausgeschaltet wird. Ja, super. Das gucke ich mir noch an. Die Stelle. Gibt es noch ein Illusionary Geländer? So, was ist mit den zwei Patrouille laufenden?
Die sind da auch immer noch, ne? Da sind auch nochmal welche. Das ist der Zauberer. Aber ich kann nicht mit denen gleichzeitig kämpfen. Das ist mir zu hart. Nein! Ihr kommt auch nicht gleichzeitig, oder? So, jetzt kann dein Kumpel kommen. Oder ich komme zu deinem Kumpel. Hm? Wie findest du das? Ah, der dreht gleich um. Scheiße. Er hat eh sein Schild oben gehabt. Hätte nichts gebracht. Okay, vielleicht soll ich ihn auch mit Schild bekämpfen. Na komm. Na komm. Hä? Dass so lange sein Schild oben hält, dann kriegt er halt einfach mal einen Kick in die Fresse. Ah, noch ein Titanite-Chart, oder? Das wäre so geil, Mann. Also hier kann man echt Large Titanite-Charts farmen. Die droppen die immer wieder. Ist das cool. Der Zauberer ist da. Der Zauberer ist da. Nein, 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 nein! Ich hoffe, dass ich jetzt an diese Seelen komme. Ich hoffe es sehr. Also eigentlich geht der Feuermann mit seinen zwei Begleitern doch eigentlich zurück. Der kommt doch einem eigentlich nicht näher. So war das doch vorhin auf jeden Fall. Außer man berührt wahrscheinlich irgendeinen Punkt, triggert irgendeinen Point. Und dann kommt er einem doch näher. Hier geht's ja auch nochmal runter. Hab ich vorhin gar nicht gesehen. Was geht denn hier? Bossfight oder wie? Nee. Auch nochmal eine neue Area oder wie? Finde ich noch heraus. Erstmal gucken, wie ich jetzt hier am besten an meine Seelen komme. Erstmal Homeward Bone. Der war hier, ne? Zack. Müsste ich eigentlich hinkriegen, ihn schnell aufzurufen. Ich mache das nämlich ganz lame. Ich hole mir die Seelen und Homeward Bone mich. Ich will die nicht verlieren. Meine kostbaren antiken Seelen. Ich höre was? Gehen gerade weg, oder? Ja. Und die da hinten? Meine ich? Werden nicht getriggert, oder? Ne. Guck, die stehen da oben. Die habe ich vorhin nur getriggert gehabt und deswegen haben die mich verfolgt. Nur wo habe ich jetzt meine Seelen? Ich sollte mich vielleicht doch mal mit dem einen battlen kurz. Dass ich die voneinander getrennt battlen kann. Oh, den Zauberer gibt's ja auch noch da oben. Oh, fuck. Scheiße! Fuck, wenn ich jetzt sterbe. Nein! 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 Hör auf, Mann! Ey, was hat der für eine Ausdauer? Das kann doch nicht sein. Oh, nein. Ah. Ey, ich hab gedacht, jetzt muss er gleich mal aufhören. Irgendwie nach dem, weiß ich nicht, siebten Schlag muss er doch keine, hat er doch keine Ausdauer mehr. Ach, ist das scheiße. 22.000 Seelen. Ist das scheiße, Mann. Fuck. Ey, leck mich halt am Arsch. Ich krieg zum Feiling Schwein, pop eine Seele, werd mein Schwert auf und oh, lass die alle hinter mir. Scheiße. Also mit dem Geländer muss ich noch machen. Ach, regt mich das jetzt auf. Das sind echt dumme Gegner. Aber ich hoffe natürlich nach dem Kommentar, dass vielleicht nicht noch so viele doofe Gegner kommen. Hast du ja geschrieben, ne? Boah, ey, scheiße. Ich kotze echt. Ja,
Ja, der Homeward-Bauen-Plan war. Danke für die lieben Kommentare. Ich denke derzeit nur, du schreibst jetzt, was war das jetzt für eine dumme Aktion von dir? Ja, Mann, schade, dass ich habe halt meine, ich dachte, meine Seelen hätten, würden weiter vorne liegen. Und dann würde ich mir die ganz schnell schnappen und Homeward bauen, aber hat nicht geklappt. Sind sie alle weg. Und ich kann auch jetzt eh nichts bei dir kaufen, weil ich habe keine Seelen. Ich probiere nochmal ganz kurz mit der Twitch-App. Das ist doch doof. Warum kann man da, warum gibt es denn so eine tolle Twitch-App und man kann da aber nicht seine, ja, ist okay, nicht seine, Kommentare lesen? Wozu ist sie denn sonst da? Klar, um anderen beim Spielen zuzugucken, aber was ist mit den ganzen Admins, die selbst übertragen? Ich weiß es nicht. Ich muss immer raus aus dem Spiel kurz gehen. Ich kann natürlich einen Laptop neben mich stellen. Dann läuft der die ganze Zeit. Ah, da ist noch jemand dazu. Habe ich gar nicht beim. Oh, ich habe gerade eben noch einen Kommentar von jemand bekommen. Aber der ist, guckt mir gar nicht zu, wenn ich das richtig sehe. Oben rechts sehe ich auf jeden Fall kein Symbol. Vielleicht kommt das Symbol auch nur, wenn du einen Twitch-Account hast. Auf jeden Fall, hi. Hi auch an den anderen lieben Zuschauer. Ja, genau. Ist auch mein Prinzip beim Let's Play, ne? Ich finde das immer doof, diese krassen Möchtegern-Rummotzer-Let's Player, die immer nur aggro drauf sind. Okay, ich bin auch manchmal aggro drauf. Und ich finde das schön. Ich bin eigentlich auch eher ein netter Mensch. Versuche mal viel mit Leuten zu reden. Okay. Ja, ich habe gerade noch mal reingeschaut. Du hast auch einen Account, komisch, aber ich würd, oben wird nur einer angezeigt. Aber cool. Noch einer, der mir zuschaut. Das freut mich. So, einmal kurz Seelen poppen. Was kostet das nochmal? Nochmal 1000? Ich weiß es nicht. Ich habe 0 Seelen, also 1000 brauche ich wahrscheinlich. Oder 900, vorhin waren es 900. Ashen 1, B. Just what need. Einmal nochmal aufwerten. Auf plus 6. Ist das nicht cool? Und danach brauche ich Titanite Chunk. Zwei brauche ich, keinen habe ich. Alles klar. Dann sind jetzt die Large Titanite Shards für andere Waffen verwendbar. Zum Beispiel für meine Pyromancy Flame. Das will er eh nicht haben, ne? I'm afraid I cannot take this. I Das cannot finde ich get schon this zu dark. Und da gibt's. Ja, kostet 2 von 2. Okay, ich mache jetzt meinen Laptop an. Jetzt kann ich. Sonst muss ich immer wieder aus dem Spiel raus, um eure Kommentare zu lesen. Das ist einfach doof. Ich will das hier. Ah, ich habe den sogar auf Standby. Ja, perfekt. Einmal bitte Twitch aufrufen. So, und nebenbei arbeite ich auch noch weiter. Genau. Ich weiß nicht. Pyromancy Flame Level? Ich weiß nicht. Ich lasse mir das mal noch offen. Und mache das vielleicht ein andermal. Die Large Titanite Shards laufen ja einem nicht weg. So, mein Account. Ich bin natürlich noch nicht eingeloggt. Oder? Bin ich das? Profil. Ich bin doch eingeloggt, das ist gut. Ja, genau. Okay, jetzt sehe ich auch gerade den zweiten Zuschauer schon bei mir. Bin irgendwie gerade auf mein Profil gegangen und. Ah, ne. Hatte irgendwie ein ganz anderes Profilbild. Das war ich gar nicht. Da ist rechts der Chat. Ich habe jetzt doch den Laptop an. Genau, ich habe auch gerade das nochmal gelesen. Welcome to the Chatroom. Wenn ich die. Oh, wenn ich das Handy quer halte, sieht man auch den Chat. Okay. Also ich sehe. Ich sehe eigentlich. Bei mir ändert sich eigentlich nichts, wenn ich das Handy quer halte. Da ist dann nur dieses Punkt, Punkt, Punkt. Ne, das Punkt, Punkt, Punkt Menü ist immer da. Also wenn ich jetzt hier auf Chat gehe, Chat von True Miro. Ah,
willkommen im Chat. Ich weiß nicht, ob der Chat jetzt das gleiche ist wie die Kommentare. Ich bin wieder der vollkommene Twitch-Loser. Ich habe jetzt einfach den Laptop und das Handy parallel auf. Ich schreibe jetzt einfach mal Hallo kurz im Chat. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Hallo. Los. Ich meine, es ist eigentlich unnötig, dass ich chatte. Also, ich sehe jetzt die Nachricht auf dem Laptop wie auch auf dem... Ah ja, hi, yay. Ich sehe eure Kommentare. Yay. Also, ich sehe sie auch so, aber jetzt muss ich nicht mehr aus dem Spiel rauskommen. Yo. Cool. Dann könnt ihr jetzt die ganze Zeit schreiben und ich kann euch die ganze Zeit lesen. Und nebenbei versuche ich noch ein bisschen zu spielen. Gibt es hier irgendwas? Immer wieder gucken. Das ist ja sehr schön. Ja, dann nutzt ihr wahrscheinlich auch das schöne Wetter, um drinnen zu sitzen und Leute beim Zocken zuzugucken. Ich nutze es, um drinnen zu sitzen und zu zocken. Und gucke immer wieder raus und die Sonne scheint. Und ich denke mir die ganze Zeit so, oh, ich könnte jetzt rausgehen und in der Wiese liegen. Und nee, ich finde das Schönste ist, drinnen zu sitzen und zu zocken. Also nicht, dass ich gerne auch mal draußen bin, aber lieber drinnen und zocken. Wenn es so ein geiles Spiel ist wie Dark Souls. So, jetzt gucke ich mal kurz, was hier abgeht. Ah ja, das mit dem Gelände habe ich noch vergessen, ne? Ne, die ganze Zeit schreiben werde ich auch nicht. Hab dein Steam-Stream im Hintergrund laufen, zocke selber gerade. Ach so! Ach so! Ihr seid so Multitalente. Das habe ich auch schon irgendwie mal gehabt, damals, als ich GTA Online gezockt habe. Ach, du invadest noch nebenbei. Ja, jedes Wetter ist perfekt zum Zocken, das stimmt. Aber es fühlt sich irgendwie noch ein bisschen angenehmer an, wenn es regnet draußen. Da denkt man sich so, ja, scheiß drauf. Kann ich eh nichts machen. Okay, ja, genau, damals beim GTA Online Zocken hatte ich auch mal einen, der hat echt beim GTA Online Zocken hat er nebenbei noch was anderes gezockt. Oder bei Online Poker habe ich es auch bei Leuten gesehen, die haben dann 3, 4, 5 Hände auf einmal gespielt. Ich kann immer nur eins. Ich kann echt immer nur eins. Ich finde es schon anstrengend, mit euch zu chatten und gleichzeitig... ich chatte ja noch nicht mehr. Ich kann ja reden. Ich muss euch ja nur lesen, ne? Finde ich trotzdem voll anspruchsvoll. Boah, diese ganzen Wege, die es gibt. Bist du ein Enemy? Sah so aus, ne? Wow, kommst du aus dem Nichts? Kommst du daher? Fading Soul, die bringen glaube ich 50, oder? Was ist das denn? Ja, mal gucken, wann ich zum NG Plus komme. Mal gucken, ob ich das überhaupt spiele. Ich bin nicht so der nochmal Durchzocker. Aber ey, Dark Souls 1 war auch so ein Spiel, da habe ich recht weit im NG Plus gespielt. Weil es einfach so geil ist. Aber ich bin echt sonst so einer. Ich spiele ein Spiel nur einmal. Es ist schade, ich weiß. Aber deswegen stehe ich halt auch so auf so Spiele wie Dark Souls. Weil die gehen dann schön lange. Da kann man dann nochmal einmal spielen und hat ein bisschen was... Ach, oh. Das sieht gerade böse aus. Ach, das sind die. Die erst ein bisschen brauchen, wenn sie gefährlich werden. Ich höre irgendwas laufen. It's just me. So, was steht da auf den Nachrichten? Ja. Ja, das stimmt. Man schafft nicht alles mit einmal durchspielen. Das stimmt. Ich weiß. Und das ist auch bei vielen anderen Spielen so, dass man das nicht alles schafft mit durchspielen. Mit einmal durchspielen. Aber ich mach's dann trotzdem meistens nur einmal. Ich bin halt auch nicht so der ultra-hardcore-Dark Souls-Zocker, der dann irgendwie die verschiedenen Storylines von den verschiedenen NPCs unbedingt mitmachen muss. Ich bin froh, wenn ich den Endboss besiegt habe. Nein, dann bin ich traurig, dann ist das Spiel zu Ende. Aber das ist so meistens meine Line, wenn ich mal so 2, 3 Bosse ausgelassen habe, weil man die umgehen konnte, aus Versehen. Bewusst mache ich das eh nie. Also wenn ich weiß, da ist einer, dann nehme ich den mit. Ja, ich weiß, es gibt verschiedene Endings, aber ich meine, es gibt zum Beispiel bei dem Spiel Heavy Rain gibt es, glaube ich, 16 verschiedene Endings und ich habe das auch... Ich habe es, glaube ich, mehrmals gespielt, aber ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es nur einmal komplett durchgespielt. Was sitzt denn da? Da sitzt doch was. Ja, bei Bloodborne gab es auch mehrere Endings und ich habe extra die Variante gewählt, wo man am längsten spielen konnte, am meisten Bosse besiegen musste. Da konnte man doch diese
was war das? Nabelschnur oder irgendwie sowas. Musste man alle sammeln. Und wenn man alle hatte, dann konnte man auch gegen den letzten Boss noch kämpfen. Das habe ich auch gemacht. Aber die anderen Endings habe ich dadurch nicht gesehen. Ja, aber richtiger wäre das. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich das auch machen. Aber dann kommt ja auch demnächst noch Final Fantasy 15. Das will ich eigentlich auch nochmal anspielen oder richtig spielen. Ich habe noch nie ein Final Fantasy gespielt. Was ist das hier, Mann? Ach so. Ich dachte, du standst da irgendwie oben am Fenster. Was ist das denn für eine Area hier? Das ist ja voll cheesy. Beast Ahead. Bei Beast. Weil es gibt ja, glaube ich, nicht Boss Ahead. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht gekillt werde, wenn ich eure Nachrichten lese. Ja, ich habe es auch gemacht. Ich habe auch Bloodborne noch einmal durchgespielt und dann Videos von anderen geguckt. Vielleicht mache ich es bei Dark Souls wirklich anders. Aber es kommen dann halt immer, es kommen echt so viele Spiele raus. Man kommt einfach nicht nach. Fallout 4 wollte ich auch noch spielen, habe ich nie gespielt. Ich weiß gar nicht wohin mit der Zeit, nicht wohin mit meiner Zeit. Das ist ja das Problem, ich habe sie einfach nicht. Ah, ich dachte, ich hätte geschlagen. Das ist das Problem. Es kommen einfach so viele geile Spiele raus. Noch einer. Die fliegen immer so weit weg, das ist immer nervig. Müssen wir mal hinrennen. Hab ich auch schon Logiken drüber gehört, dass man sich am besten keine Waffe nimmt, die die Gegner so weit wegschleudert, weil sonst muss man immer hinrennen, um den zweiten Schlag zu machen. Kleinere Waffen sind da dann schon besser, ne? Rusted Gold Coin. Ja, ich werde mir bei Dark Souls auch noch einige Videos reinziehen. Ich gucke auch sehr gerne knallhart durchgenommen von den Rocket Beans, weil die erstmal finde ich sehr unterhaltsam spielen und zweitens mal auch sehr viele Secrets aufdecken. Und dann weiß ich halt einfach mehr. Dann spiele ich es vielleicht nochmal durch. Oder meistens kriege ich die Secrets schon mit und dann kann ich es schon machen, bevor ich überhaupt das erste Mal durchspiele. Was war da jetzt nochmal? If only I had a friend. Oh, poor guy. Hast du keine Freunde? Das tut mir leid. Da ist wahrscheinlich auch was anderes mit gemeint. Oh ja. Soll ich denn hier reingehen? Guten Tag. Oh, noch ein Zuschauer. Willkommen. Willkommen, lieber Zuschauer. Vielleicht kann ich dich super unterhalten, während du am Invaden bist oder selber zockst. Vielleicht guckst du mir auch, schenkst du mir auch deine volle Aufmerksamkeit. So. Ja. Das war schon bei Dark Souls 1 so mit den ganzen Secrets. Ey, da gab es manchmal Stellen, da das hätte ich nie rausgefunden. Da wäre ich nie weitergekommen. Ich hätte eigentlich das ganze Spiel, keine Ahnung, nach dem dritten Boss so wäre ich nicht mehr weitergekommen. Also auch generell die Bosse habe ich auch nicht alle am Anfang legen können, weil die einfach für mich so unschaffbar schwer waren. Da habe ich aber auch das erste Mal Dark Souls gespielt. Also Demon's Souls hatte ich nie gespielt. Aber das wird hier ähnlich sein mit den Secrets. Ah ja, das mit dem Geländer habe ich immer noch nicht gemacht, ne? Sniper-Spot. Boah. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ich will auf jeden Fall nicht hier runter jumpen. Ah, hier geht eine Treppe runter. Ist das so, ja? Die erinnern mich so ein bisschen an diese komischen Seelengegner bei Dark Souls, die so aussahen wie Seelen. Wie Humanity. Die kommen näher, oder? Ja. Kann die aber auch noch nicht anvisieren. Was sind das für Gegner? Ich habe irgendwie Angst, dass da noch mehr kommt. Schön vorsichtig killen.
Oh! Dich habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh. Kurz nochmal nach oben gehen und eure Kommentare lesen. Oh, wenn ich mein, wenn mein Handy in einen Instant-By-Modus geht, wird natürlich der Chat auch wieder geschlossen. Und jetzt muss er sich wieder neu verbinden und wahrscheinlich sind eure ganzen Kommentare jetzt weg. Toll. Ja, sie sind weg. Müsste ich jetzt nochmal das Menü aufmachen? Ja, genau, und das war bei Dark Souls 1 eigentlich auch schon so mit den ganzen Questlines, dass man die einfach, ja, wenn man diesen einen kleinen Fehler gemacht hat, einmal der NPC an dieser einen Stelle gestorben ist, weiß ich nicht, man durfte ja diesen einen Knight Solaire, aber den fand ich, die fand ich eigentlich relativ einfach, die Questline. Wenn der in einem Bossfight gestorben ist oder irgendwie sowas, war das so? Oder er konnte doch... hau ich Halbwissen raus. Ja, und hier ist es ja so, dass ich diese eine Ash nicht dieser einen Verkäuferin geben durfte. Woher weiß ich das? Ne? Habe ich denn jetzt Energie verloren, wenn ich da mit einem Rundchen in der Gegend rumkicke? Das ist doof, dass die auf den Boden kriechen. Treffe ich die so schnell? Bug Pallet. Ah, die machen so komische Säure auf dem Boden. Das ist deren Angriffstaktik. Ah, ich habe jetzt dieses Geländer vorhin nicht gemacht. Das ist ein schade. Da gab es noch ein Geländer, was man einhacken konnte und dann geht das auf. Muss ich noch ausprobieren. Item. So, jetzt kann ich wieder den Kommentar lesen. Ich muss immer, am besten muss ich irgendwie kurz vorm Zocken einstellen, dass mein Handy gar nicht ausgeht. Oder ich muss mein Tablet nehmen und das einstellen, dass es gar nicht ausgeht. Ja, genau. Woher weiß man das? Das ist einfach so schwer rauszufinden, diese ganzen Storylines. Man weiß es, glaube ich, wenn man jedes Item den Text dazu durchliest und den Zusammenhang sieht und die dann zusammen die Texte zusammenfassen kann und dann einen kompletten Text daraus erstellt und dann kann man so ein bisschen versteckt rauslesen. Und das war, glaube ich, bei Dark Souls 1 nochmal härter, weil das war irgendwie so, da habe ich teilweise noch nicht mal verstanden, was die Items überhaupt können. Das haben sie jetzt besser gemacht, finde ich. Ich kann leider nicht so viel auf Dark Souls 2 zurückgreifen, weil das habe ich nicht so viel gespielt. Aber man muss dann einfach, also ich kenne das vom Epic Name Bro, der liest ja diese ganzen Item-Beschreibungen und weiß dadurch irgendwie alles von dem Spiel. Oder er denkt es. Man weiß es ja nicht, ob er recht hat. Also es ist crazy. Das ist einfach crazy. Man muss einfach auf die Leute setzen, die hardcore die Spiele durchspielen, sich alles durchlesen, fünfmal NG Plus machen und es dann irgendwann beim sechsten Mal merken. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, ey. Zeit, die man dabei investiert, ne? Um diese ganzen Informationen rauszufinden. Ist so geil, dass es YouTube gibt und alles, dass man da die ganze Lore da sich holen kann. Aber ohne Fackel finde ich es ein bisschen dunkel. Ja, es ist super schwer, das alles rauszufinden. Deswegen, also ich setze da auch gar nicht drauf, dass ich das selber rausfinde. Ich finde schon cool, dass ich vieles rausgefunden habe in dem Spiel. Teilweise selbst, na, ich wollte gerade sagen, Illusionary Walls gefunden, das kann ich nicht bestätigen. Das war, da lag dann halt an den Nachrichten, genau, das ist auch cool im Spiel, diese Nachrichten, die es dann gibt. Ah, die machen sich noch kurz unsichtbar. So, einmal Energie nehmen. So, einmal gucken, dass mein Handy auch anbleibt. Cool, Mann, es werden immer mehr Zuschauer. Das freut mich sehr. Also dann sehen das auch andere so, dass man am schönen Brückentag, wo die Sonne scheint, auch mal drin sitzen kann und zocken. Bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. So, habe ich irgendwas noch vergessen? Hier war eine Leiter, ne?
hier ist ja alles wirklich pitch black. Ein Item. Ja, sowas, ne? Auch so Items, die irgendwie weiter oben liegen und so. Manchmal läuft man einfach dran vorbei. Okay, jetzt eine Treppe, eine Leiter finden ist jetzt nicht so die super Kunst. Aber es gab auch ganz am Anfang im Filing Shrine gibt es auch diesen einen Jump, den man aufs Dach machen kann, wo man dann zu Snuggly kommt. Ey, wie kommt man da drauf, dass man diesen Jump machen kann? Oh, fuck, ich will nicht mit dir kämpfen. Also ich will schon mit dir kämpfen, aber nicht hier auf diesem schmalen Ding. Okay, das ist die Eigenschaft von denen. Die können sich kurz unsichtbar machen. Alles klar. Verstanden. Deswegen könnte jetzt hier gleich noch einer kommen. Oh, ich dachte, hier wäre normaler Boden. Damit ich mich besser mit den Kämpfen bekämpfen kann. Geil. Wir boxen uns dann unten, okay? Ja. Ich weiß gar nicht, geht es dann da oben auch weiter? Ich weiß es gar nicht. Kann man da irgendwie auch als Speedrunner nochmal so eine Abkürzung nehmen? Oder hat er sich nur schnell ein Item geholt? Ja, diesen einen Ring hat er sich wahrscheinlich geholt, ne? Stimmt, der ist vielleicht auch wichtig. Ich weiß gar nicht mehr, was der macht. Aber ich glaube, er war wichtig. Und hier unten ist eine Kiste. Soll ich mich hier droppen? Ich weiß nicht. Das sieht irgendwie so hoch aus. Ja, und Kisten sind auch recht rar, finde ich, in dem Spiel. Ah, der gibt mehr Seelen, der Ring. Ja gut, ist natürlich auch nicht verkehrt beim Speedrun. Ja, ich habe auch gehört, als Dark Souls rauskam, Dark Souls 3, gleich gab es einen Kommentar vom Koreaner. Ein Koreaner, der das Spiel in 2 Stunden durchgespielt hat, innerhalb kürzester Zeit. Also klar, er hat es nicht sofort in 2 Stunden, er hat ein bisschen gebraucht, er wird es ein bisschen geübt haben. Aber das ist schon heftig. Die Speedrunner sind echt crazy, Mann. Was die auch an Zeit investieren müssen, um das überhaupt mal zu raffen, das Spiel. Also so perfekt zu raffen, dass sie da halt auch schnell durchkommen. Ist echt übel. Ist echt übel, Mann. Gab es schon damals Quake 1, diese Speedrunner, ey, mit diesen, da konnten sie auch noch Rocket Jumps machen und so. Ey, das hat mich damals fasziniert. Ich habe mich damals eher darüber ich fand es fasziniert, dass die Leute es geschafft haben, ihr Spiel aufzunehmen. Das war nämlich damals noch nicht so einfach. Obwohl man Half-Life 1 bzw. die Quake Engine konnte, glaube ich, von Anfang an aufnehmen. Über die Konsole ging das. Haben dann die ganzen Counter-Striker ihre Videos aufgenommen. Okay, hier bin ich jetzt einfach wieder unten angekommen, wo ich vorhin schon war. Jetzt wünsche ich mir eigentlich einen Bonfire, nicht weil es so schwer war, sondern weil es einfach so eine ätzende Stelle war. Theoretisch kann man auch einfach durchrushen, ne? Kann man wieder normal Schild kämpfen. Ist dann ganz praktisch, wenn mal einer auf einen zugerusht kommt. So immer wieder mein Handy betatschen, dass das Display nicht ausgeht. Die Quali, meinst du jetzt die Videoqualität oder die Kunstqualität? 240p und so, ja klar. Ja, ja, klar. Aber auf den kleinen Monitoren damals war das auch, ist es auch nicht so krass aufgefallen. Da hat man eh nur eine 1024er Auflösung gehabt. Später dann 1280. Ich konnte die so auswendig. Ich meine, ich kenne sie immer noch, die ganzen Auflösungen auswendig. Ja, Videoqualität, klar. Ich habe es auch gelesen. Das Doofe ist, dass das, was ich sage, und das, was ihr schreibt, das ist immer verzögert. Also das, was ich sage, hört ihr später als das, was ihr schreibt. Ist ein bisschen komisch. Ist halt die Twitch-Verzögerungszeit.
Dass man noch Schimpfwörter rauspiepsen kann? Nein, keine Ahnung. Ist halt einfach wegen übertragen. So, lass mich raten. Illusionary Wall ahead. Ajo. Das war ja so klar. Twinkling Titanite. Ja, ich habe ja ein Schwert, was man mit Twinkling levelt. Nee, stimmt gar nicht. Titanite. Scale, glaube ich. Irgendwas habe ich aber auch was mit Twinkling levelt. Mal gucken. Ja, diese Nachricht. Ja, ist doch. Kann man ja auf jeden Fall mal applaudieren. Ist super. Für die Leute, die es nicht wissen. Oh, der hört sich irgendwie gefährlicher an als die anderen. Jetzt kommen sie alle auf mich. Oh, shit, shit. Wir wissen, die können auch gefährlich werden. Das war wahrscheinlich gerade so ein Kampfschrei. Au. Oh. Greift ihn an! Greift ihn alle an! Oh, da kommen auch ganz schön viele. Ich dachte einfach mal, ich werf das jetzt mal dahin. Vielleicht bringt das ja was. Aber die ziehen sich ja wieder zurück, ne? Ah, blöde Kuh. Du bist einfach aus dem Nichts und greifst mich an. Oh, uff, Buzzer. Scheiße! Das ist immer dumm, wenn man vorbeihaut. Und jetzt rushen die mir gleich in den Rücken. Aufgeräumt. Noch jemand, ja? Zwar voll die Estus Flash verballert, aber. Puh. Okay. Komm, da ist immer noch irgendwas Leuchtendes in der Luft. Ich sehe es ganz genau. Und hier noch eine Wall. Ja, die Nachricht kommt ein bisschen zu spät, aber ja, stimmt. Definitiv. Die kommt für mich zu spät, weil ich sie so spät gelesen habe. Okay, was bedeuten diese leuchtenden Dinger? Oh, oh, ich habe es mir irgendwie schon fast gedacht, dass da jetzt gleich was auf mich schießt. Aber, ja genau, greift mich mal an. Greift mich mal alle an. Hier ist doch noch einer. Hier, was mit dir? Warum greifst du mich nicht an? Oh, oh, oh. Der soll mich jetzt angreifen. Okay, dann greife ich dich jetzt an. So. Wenn du nicht kommst, dann komm ich eben. Jam. Okay, da kann man wahrscheinlich seine Waffe mit Blutungsschaden verzaubern. Auch nicht schlecht. For ranged battle. Against what? Gegen die Viecher da? Oh, ich kann die nicht anvisieren. Scheiße. Das wäre so klar. Jetzt im nächsten Schritt fahre ich runter, oder wie? Oh, oh. Der kommt nicht nach oben, ne? Ja, ich kann dich leider auch nicht anvisieren. Ich kann jetzt höchstens da runter jumpen, aber dann kommt wahrscheinlich noch ein zweiter und dritter und ein vierter. Oder? Da sind die. Klettert da sogar so ein bisschen hoch. Muss ich mich mal droppen? Ich hab's so weit geschafft, mal diese ganzen Rußmännchen gekillt. Ich komm lieber ganz normal zu dir ins Wasser und guck, was du sonst noch so zu bieten hast. Hier, ich bin hier. Hallo. Oh, tiefes Wasser. Nicht gut. Nicht gut zum Kämpfen. Was ist hier los? Kann man hier raus in die offene Welt gehen oder wie? Boah, ist das eklig, das Viech. So eine Mischung aus Spinne und Hund, oder wie? Green Blossom. Vielleicht sollte man sich mal dem Green Blossom ausrüsten.
Der hier war es doch, oder? Oder war das jetzt so ein Super Green Blossom? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn dann, wenn ich mich mit dem Viech da hinten battle, dann lieber gleich mit so einer Drop Attack. Man weiß ja nie, wie viel die aushalten. Ah. Hält nicht so viel aus, gut. Ring of Sacrifice. Fand ich schon bei Dark Souls 1 doof. Also klar, ist ein cooler Ring, ne? Hält seine Seelen, aber dass der dann kaputt geht. Ich hab's aber bei Dark Souls 2 nie gerafft. Kann man die kaputten Ringe dann auch wieder reparieren? War das nicht so? Weil dann ist es natürlich noch ein bisschen cooler, aber ich glaube, dann gibt es nicht mehrere Ring of Sacrifice. Wenn man die eh reparieren kann. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Gleich kommt die Meldung, Sie verlassen das Dark Souls-Gebiet. Bitte gehen Sie wieder zurück. Oh, oh, fucking shit. Oh my god. I'm not ready for that. Shit. Soll ich mich denn jetzt mit dir battlen hier in dem Wassergebiet? Oh nein, Grab Tag. Shoot. Und das ganze Wasser wird dann elektrisiert. Oh nein. Nein. Scheiße, ich habe meine Energie nicht beachtet. Ja, ich weiß. Es ist halt auch voll praktisch, wenn du irgendwie gerade beim Boss reingehst mit dem Ring und hast sau viele Seelen. Der eine sagt, bei ihm kommt nicht der Hund an der Stelle. Okay. nicht der eine. Ich versuche gerade deinen Namen auszusprechen. Herayas? Herayas? Ja, das zum Beispiel ist auch sowas. Ich habe auch mal bei einem, geholfen beim, ja, weiß ich nicht, Level legen, also als Phantom. Und dann hat er noch und noch Phantoms sich geholt. Und dann kamen diverse Dark Spirits, aber halt vom Spiel Dark Spirits. Also keine Invader, sondern also Spiel Invader, NPC Invader. Wo war das nochmal? In welchem Gebiet? Da in dem Gebiet, wo man die, ich nenne jetzt ganz komische Fakten, diese komischen Gegner, den Boss kämpft mit diesen spitzen Hüten, die immer wieder neu aufstehen, wo immer wieder neue kommen, wo immer wieder neue dazukommen. Da in dem Gebiet, da ja, einfach mal lebendig sein und dann kommen irgendwie mit der Zeit, kommen glaube ich zwei oder drei Invader und ein Invader, also halt Spiel-Invader vom programmiert. Einer von denen ist richtig mies, oder das ist sogar eine Frau, die geht immer zurück, geht immer mehr zu den Gegnern hin und läuft mit dir durch die halbe Spielwelt. Du kannst sie fast nicht killen, weil sie immer wieder zu den Gegnern geht und die triggert für dich und die greifen dich dann an und dann läuft sie weiter weg. Farron's Feste, genau. Da kommen immer wieder zwei Invader, okay. Die kommen da immer wieder, achso. Achso. Du bist jetzt weg, du bist jetzt bei mir im Filing Shrine wahrscheinlich. Was ist eigentlich hier, was steht hier? Torch Required hätte, ja, das stimmt wirklich. Vollmann. Okay, da kommen immer zwei Invader, alles klar. Ich dachte, ja, ja, kann man die, aber die kann man killen, die Invader, dann sind die weg, oder? Oder kommen die immer wieder? Lustig mit diesen deutschen Namen, Farron's Feste. Ich weiß gar nicht, wie es beim Farron's Keep hieß, es bei mir, glaube ich. Oder, nee, es hieß irgendwie anders. Das war so eine Erweiterung von Farron's Keep. Ah, oh, die doofen Typen da. Lauft mal weiter. Ich will jetzt mir das Geländer geben. Ja, die respawnen. Okay, crazy, man. Ist auch nicht typisch für Dark Souls, dass die Invader wiederkommen. Ich hab dich verstanden. Was soll ich mit diesem Tippen? Ich hab auch mich mit heute
Ich habe mich bis heute noch nicht damit abgefunden, mit diesen Bildschirmtastaturen auf einem Smartphone. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Ich hatte früher ein BlackBerry und da waren ganz normale Tasten drauf. Jeder Buchstabe existierte als Taste. Und ey, es war viel, viel besser. Und ich will auch wieder so ein Handy haben. Ja, hier geht's lang. Hidden Path Ahead. Kann man auch nochmal bestätigen. Oh Gott. Ich höre klack, klack, klack. Schon Enemies. Ne. Da unten wahrscheinlich läuft einer rum. Oder bin ich das selber? Nein, ich bin's nicht! Oh, ich bin's nicht! Übel, übel. Large Titanite Shard. Pretty, pretty cool. Ah, da ist die Stelle, wo man vorhin nicht reinkam. Dann sagen wir doch jetzt mal guten Tag. Das ist so eine Feuerhexe, ne? Und die weint, wenn ich das richtig höre. Und wie schön das doch klingt. Aber ich trigger die nicht mit Feuer. Ich kenne ja Dark Souls, ne? Man denkt jetzt so, ja gut, dann gehe ich jetzt rein und boxe mich mit der, aber da ist bestimmt noch irgendwas anderes, was auf mich wartet. Irgendwas im Hinterwald. Halt. Im Hinterwald. Eigentlich ist es nämlich kein harter Gegner, diese Hexe. But this one. Oh, fuck, jetzt. Oh, Baby. Immer dieses Gefühl bei Dark Souls, jetzt sterbe ich gleich. Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Die war nämlich ein bisschen härter als die sonst. Tough enemy ahead. So tough war es auch nicht. Shortcut. Bringt mir nur nichts, ne? Ne, ist kein Shortcut. Ist einfach nur, ich kann jetzt zu ihr hingehen. Und sie immer und immer wieder battlen. Und ich weiß auch nicht, was ich da gerade eingesammelt habe. Jetzt gucke ich wieder genau an der falschen Kategorie wahrscheinlich. Bei den Waffen. Ah, wieder bei den Items. Ein Ring war es nicht. Was war es denn? Oh, da kommt ein Enemy. Gut, dass ich mal geguckt habe hier. Guten Tag, Enemy. Ja, hier gibt's leider nichts. Das Item will ich trotzdem noch wissen, was ich da eingesammelt habe. Das passiert mir nämlich sehr häufig, dass ich irgendwas einsammeln und keinen Plan habe, was das überhaupt war. Was ich ja auch ganz cool finde, bei manchen in Rollenspielen, sammelt man dann ein Item ein, dann steht ein Quest-Item und das darf man dann nicht verwenden. Das hebt man sich dann auf. Da weiß man ganz genau, das ist wichtig, das brauche ich für später. Nee, bei Dark Souls gibt es das nicht. Du kannst auch einfach ein Quest-Item droppen, wenn du willst. Zauberstab war das. Gucken wir uns nochmal an. Dreckszauberstab. Sowas hier? War das ein Talisman? Nee, das war doch was anderes, oder? Da hier. Ah! Witch Tree Branch. Okay. Alles klar. Staff steht ja auch da. Komisch, dass irgendwie die Crew heißt Staff und der Zauberstab heißt auch Staff. Komisch irgendwie. So viel dazu. So, habe ich jetzt nicht noch irgendwie ganz viele Seelen und kann damit aufsteigen oder so? Ah ne, ich bin ja gestorben bei diesem komischen Hund. Wo ich jetzt irgendwie ungern nochmal hin möchte. Gibt's denn in diesem Hundegebiet noch irgendwas, was ich machen sollte? Es wird nicht umsonst da sein. Was war nochmal oben bei der Treppe? Ich hab's schon wieder vergessen. Dead End.
Just an item. Ja, da geht's weiter, okay. Ja, ich will mich aber nicht mit dem Hund battlen. Und gab's denn nicht noch einen anderen Weg? Hier irgendwie links? Da sind doch auch diese. Ist da dieser Feuerpriester mit seinen zwei Kumpels. Was mir auch. Wo ich auch noch nicht ganz genau weiß, wie ich den killen soll, weil wenn der zwei so Hardcore-Kumpels dabei hat. Du musst da lang, okay. Gut, aber hier muss ich doch auch lang, oder ist hier nur irgendwie noch ein super tolles Mega-Item? Und hier kann man lang. Okay, da gibt's noch ein Bonfire, toll. Bin ich wieder kurz vom Bonfire gestorben, oder wie? Und was mit denen hier? Es wirkt ja so, als wäre da hinten ein Boss. Da ist nix. Okay, aber jetzt will ich es aber selber rausfinden. Warum ist denn da nix? Und wieso liegt da Stroh auf dem Boden? Ja komm, Leute. Einen von euch will ich bekämpfen. Nicht zwei, einen. Können wir es machen? Ich gehe schön weit weg, damit wir uns in aller Ruhe battlen können. Du hast kein Schild, dann soll ich eigentlich auch kein Schild nehmen. Da ist dein Lieblingsboss. Ach, toll. Also da ist ein Boss, okay. Ja gut, dann sollte ich doch erst den Boss legen. Obwohl, wenn ich hier schon so abkacke in dem Gebiet, dann nochmal einen Boss machen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Oh, cool. Vielleicht macht er so coole Feuerattacken wie der hier. Wo ist denn sein Freund da? Los! Feuerattacke, Hilfe! Ah ja, es gibt einen Shortcut. Oh! Ja, den schalte ich doch jetzt hier in diesem Gebiet auch frei, den Shortcut, oder? Hatte ich jetzt gedacht. Aber bei dem Hund ist ein ganz anderes Gebiet, oder wie? Das hat gar nichts mit dem hier mehr zu tun, mit dem Boss und dem Gebiet. Das ist echt übel, Mann. Der eine greift mich einfach nicht an. Doch, er greift mich an, aber mit seinen dummen Kotzzaubersprüchen. Erst durch das Wasser. Ich will nur wissen, was hier los ist. Jetzt kommt er endlich mal. Endlich können wir mal miteinander kämpfen. Die erwachsenen Menschen. Okay, erstmal zum Hund. Gut, aber ich will jetzt. Gut, dann gehe ich zum Hund. Schön meine. Setze mich nochmal ganz kurz hin. Habe ich ein Estus verlassen? Aber ich will den Hund. Ja, gut, ihr Tipp war ja, mit dem Hund, am Hund weiterzulaufen. Die doofen Kühe. Ich will die jetzt nicht battlen, die ganzen Geister da unten. Unsichtbaren Enemies. Krieg ich den auf den Boden, was wollen die machen? Was wollt ihr tun? Dieses Spinnenviech, das greift mich jetzt nicht an. So, hier sind meine Seelen. Geil, Omat! Dogs coming! Okay, Item lass ich liegen. Oder? Yes! Dog is coming!
Where the fuck is the bonfire? Shoot. Not here. Not here. Maybe here. Okay, hier kommt der Hund auch nicht mehr mit, ne? Okay, alles klar. Nothing. Okay. Was gibt's hier? Mhm. Okay. Durch den Bund, den Bund, den Hund, natürlich bettle ich mich mit dem Hund. Ich habe nur davor, war auch schon mal einer vor diesem Gebiet und da bin ich einfach weitergelaufen und dann kam der mir nicht hinterher. War ich voll lame. Zurückgehen und rechts abbiegen. Wohin denn zurück? Hier zum Bonfire. Oh nein, mein Handy. Nein, 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 nicht ausgehen. Zum Hund und weiter erstmal. Genau. Gut, weiter. Erstmal bin ich ja schon bei dem Bonfire. Green Blossom. Was brauche ich das denn? Vielleicht bei dem Boss jetzt gleich. Ach, und hier gibt's auch mal eine Kanalisation. Okay. Da kommt der Hund. Ist nur ein bisschen doof. Mit dem Wasser kann ich mich jetzt nicht umkämpfen. Ich bin da unsichtbar, du kannst mich gar nicht sehen. Oh, schön durch den Hund durchgeguckt. Ich dachte schon, er macht einen Bauch-Grab-Attack. Oh, fuck! Nein, ich habe gerade versucht, mein Schild hochzuheben. Dann trage ich das gerade auf meinem Rücken. Wäre cool, wenn der einfach mal runterfällt. Ich weiß, ich hätte jetzt gut schlagen können. Oh, gleich habe ich ihn. Gleich habe ich ihn. Yep. Okay, er droppt einen Ring. Ist natürlich dann essentiell, den zu killen. Puh. Was haben wir denn da? Also erstmal gibt es diesen einen Ring hier, ne? Absorb HP from each defended foe. Das ist natürlich geil. Was hat der jetzt nochmal gedroppt? Hat er den gedroppt? Left Eye? Right Eye, ah. Boost Attack as long as attacking persists. Okay. Ah, Right Eye, Left Eye. Vielleicht bringt es auch was, wenn man die beiden anzieht. Ich bin auch schon diverse Male aus Panik vor Gegnern in den Abgrund gesprungen. Aber hier, ne? Das ist auch eine doofe Stelle. Es ist nämlich sehr, sehr breit, wo man hier runterfallen kann. Ja, das ist... Naja, so spektakulär ist der View. Die View jetzt auch nicht, finde ich. Gab's schon bessere. Ja... Ich könnte hier lang gehen. Ich könnte erstmal meinen Estus Flask wieder rechargen. Der Hund ist doch weg für immer, denke ich mal. I hope so. Oh, 21.000 Seelen. Klingeling. Einmal bitte aufsteigen. Habe ich
heute noch kein Mal gemacht. Oder? Ich glaube, vorhin wollte ich einmal. Genau, dann habe ich es doch weitergemacht und habe da meine Seelen verloren und habe sie nicht mehr wiedergekriegt. Deswegen, nee, ich meine, heute bin ich noch nicht aufgestiegen. Noch einmal mein Schwert aufgelevelt. Welcome, Hubs. Very well, then take nap. Das Krasse bei Bloodborne, da gab es auch diese Puppe, bei der man immer gelevelt hat. Und ich hatte immer so Schiss, was passiert, wenn man die immer killt. Ist mir auch mal aus Versehen passiert. Und dann kam die einfach wieder. Sehr gut. So, ich will jetzt einmal mehr Energie. Weil ich so eine Muschi bin. So, was kostet das nächste? 15.000. Farewell, Ashen One. Ja, mein Energiebalken, das ist immer cool, wenn man Energie levelt, das macht immer so einen riesen Sprung. So, ich glaube, ich spiele jetzt auch schon 1,5 Stunden. Ich glaube, länger als 2 werde ich nicht machen. Mal gucken. So, was brauchen wir hier? Titanite Chunks. Habe ich nicht. Kann ich Snuggly einen Chunk erzeugen, aber einer bringt mir ja nichts. Ich brauche eigentlich 2. Pretty, be careful. I don't want. Ich dachte immer, also ich habe bei gewissen Let's Playern habe ich hier jemanden sitzen sehen. Da sitzt nochmal jemand, ne? Irgendwie sitzt da bei mir keiner. Das zeigt mal wieder, wie wenig ich das Spiel doch komplett durchspiele. Die Feuerhüterin bittet mich irgendwann mal, sie zu killen. Okay, aber das ist natürlich nicht schön. Da kann ich nicht mehr aufsteigen. Welcome home, speak. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring new souls plucked from their vessels. Farewell, Ashen. Na, die sind hier alle irgendwie blind in dem Spiel. Die doch, die auch. Ah, ist auch blind. Der Schmied ist nicht blind, oder? Du hast jemandem beim Boss geholfen. Mit 1400 Leben. Gone. Shooter, das verstehe ich nicht gerade, Aldrich. Was sind denn 1400 Leben? Also deine Energiebalken? Der ist auf jeden Fall nicht blind. Ach, one-shooted, jetzt verstehe ich's. Ach so. Das hatte ich vor kurzem aber auch bei einem Boss und da war ich dann so frustriert, dass ich dann gesagt habe, fuck you all, ich hole mir jetzt Hilfe. Das war auch so ätzend, da war ich voll gut drauf. Ich hatte den, der hatte nicht mehr viel Energie und ich hatte noch ganz viel und auch noch ganz viele Estus Flask. Und dann macht er so einen krassen Move und zieht mir wirklich fast die ganze Energie. Also ich hatte ein bisschen Energie verloren. Und das, was ich halt noch komplett hatte an Energie, das hat er mir mit einem Schlag weggeholt. Sowas kotzt mich echt an. Ja, da kann ich leider noch nicht mitreden, was er da schreibt. Soweit bin ich noch nicht. Bei einem Boss, der einen Glutmodus hat, aber das ist dann bestimmt ein Feuerboss. Okay, die laufen schon mal weg. Oh! Ist cool, dass man sein Combo aufhalten kann. Kommst du bald hin? Yay, da kommt. Das heißt wohl der Boss, der jetzt gleich als nächstes kommt. Hatte ich mir irgendwie fast schon gedacht, dass hier ein Feuerboss. Wow, wieder so ein Feuerzauberer. Die sind schnell zu den Petzen gegangen, deswegen sind die auch weggerannt. Schnell, hilf mir. Da kommt ein böser Mann. Ah, der böse Mann kommt jetzt und tötet euch alle.
Ah? Nichts mit Zaubern? Ist ausgezaubert. Nein, vorbei. Nein! Nein! Mein vorlautes Mundwerk hat mir mein Leben nicht gerettet, sondern... Au, ist eher noch verschlimmert. Und ich will jetzt auch nicht mich heilen, sondern ich will ihn jetzt schlagen. Das ist so dumm von mir. Au! Fast getroffen. Da hinten ist ein Item, hab ich gesehen. Kann man sich da droppen lassen, oder wie? Yep. Item. Na toll, Rusted Gold Coin. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Large Titanite Shard. Wunderbar. Hier war doch noch ein Enemy, oder? Die macht sich wahrscheinlich gerade unsichtbar, die Dame. Oh, da! Ja, parieren ist auch so eine Sache bei mir. Kann ich auch nicht wirklich. Habe ich irgendwie auch nie gemacht. Das ist, man muss so schnell sein im Parieren. Du traust dich beim PvP zu parieren, aber beim Bosskämpfen nicht. Bei mir ist es gerade andersrum. Aber ich habe auch noch... Nee, ich habe es auch noch nicht bei Bosskämpfen gemacht. Ich kann es einfach nicht. Ich finde es schon allein schwierig, mit dem Mittelfinger noch L2 zu drücken. Ich benutze eigentlich immer nur den Zeigefinger, um die Taste zu drücken. Alle anderen Finger sind resten bei mir unten. Oder kann, man kann auch so parieren, stimmt. Man kann auch nur mit L2 parieren. Man muss das Schild nicht nach oben halten. So, hier gehe ich jetzt nicht hin. Sieht irgendwie so tot aus. Tod ist tot. Und hier ist bestimmt Shortcut zum Boss. Ich muss es auch mal ausprobieren und parieren. Aber ich hoffe, ich treffe dann auf einen, der es nicht so drauf hat. Und der nicht selber voll der Parier-Pro ist. Also ich wurde schon diverse Male pariert, ist ja klar. Weil ich auch ein R1-Spammer bin. Yay, Bonfeuer! Ich bin den falschen Weg gelaufen. Ja, wunderbar. Einfach den Boss stehen lassen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wo bin ich denn falsch abgebogen? Endlich geht meine Tür auf. Hier ist ja bestimmt eine Falle, oder? Ja, ich wollte ja eigentlich auch durch diesen Haupteingang, wo diese eine Feuertypi ist und die zwei, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie ich die nennen soll. Ich muss zurück in das Wassergebiet. Da war doch ein Bonfeuer, ne? Okay, ich zurück ins Wassergebiet. Ah, der Abwasserkanal. Ja, stimmt, da bin ich dran vorbeigelaufen. Den habe ich zurückgelassen. Ja, ich weiß, das ist nicht dein Deutsch. Das ist einfach, weil du die Tasten nicht triffst. Das hat ja nichts mit deiner Sprache zu tun. Das passiert mir auch ständig. Aber man will ja auch schnell schreiben. Ne? Wenn man jetzt 5 Jahre braucht, dann bringt es einem auch nichts mehr. Dann bin ich schon ewig weit. Und das passt nicht mehr zu dem, was du, wo ich gerade bin. Vollkommen verständlich. Und lass mich raten, du tippst bestimmt mit dem Handy, oder? Nicht mit der Tastatur. Weil mit der Tastatur verschreibt man sich nicht so schnell. Mir geht das auch ständig so.
Ja, genau, rechts rein. I know. Ich muss aber demnächst nochmal irgendwie ein bisschen was Produktiveres machen als zocken. Ich werde dann wahrscheinlich irgendwie hier... Oh, ich habe da keinen Bock drauf, aber... Ich muss eigentlich mal hier bei mir ein bisschen putzen. Aufräumen. Da könnte ich mir überlegen, was es heute Abend zu essen gibt. Also keine Sorge, ich habe die Kanalisation nicht verpasst. Also ich habe sie offensichtlich verpasst, aber ich weiß, wo die ist. Also ich werde jetzt keinen falschen Weg mehr gehen. Hoffe ich doch. Da. Bin einfach blind dran vorbeigelaufen. Und wieder 10.000 Seelen. Das geht aber schnell in dem Spiel. Ah, ich hatte ja vorhin auch noch 6.000 übrig. Gehe ich wahrscheinlich jetzt mit den Seelen zum Boss. Ah, hier kann man normal laufen. Kommt auch irgendwas, ne? Eww, das ist so eklig, Mann, mit diesen langen Beinen. Boah. Shit, die haben irgendwas Böses machen, die. Was ist das? Black, Dark. Hoffentlich nicht Cursed. Autschi. Ich wollte nur warten, bis der Balken ein bisschen unten ist. Kurz hören, da ist noch was, oder? Alter, die können verdammt weit graben. Übrigens, liebe Zuschauer, ihr wollt ja einfach nur unterhalten werden beim Zocken, aber falls ihr Bock habt, meine coolen... Oh, meine Batterie geht leer. Meine ultra coolen Let's Plays zu sehen, bei YouTube bin ich auch zu finden. Dort heiße ich Film-3-Macher, wie der Filmemacher anstatt dem ersten Ene 3. Oder Mirko K, M-I-R-K-O, Leerzeichen K-A-Y. Da gibt es meine ganzen Let's Plays auch nochmal in Full HD. Ich nehme die nämlich parallel noch auf. Ja, wie gesagt, in Full HD. Du schaust per PC zu und verschreibst dich so viel. Ja, dann weiß ich nicht. Dann bist du wahrscheinlich so schnell am Tippen, dass es einfach, dass du mehrere Tasten gleichzeitig triffst. Ich meine, wenn du auch nebenbei noch zockst, dann hast du wahrscheinlich auch nur Millisekunden Zeit, überhaupt was zu schreiben. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mich auch bei YouTube aufsucht. Weil ich gucke mir meine Let's Plays immer lieber in Full HD an. Macht nochmal ein bisschen mehr Spaß. Ich stehe einfach auf Grafik. Ich weiß, dann sollte ich am Computer spielen, aber ich arbeite am Computer und das mache ich jeden Tag, also unter der Woche, 8 Stunden lang und ich habe da keinen Bock dran, noch dran zu spielen. Hallo Paintuner! Ja, ich weiß, Grammatik. Mir liegt beides nicht. Also beim Schreiben ist immer das Problem, dass ich dann die ganzen Rechtschreibfehler reinhau. Und Grammatik geht so. Also ich krieg den Satzaufbau dann schon ganz gut hin. Obwohl man das beim Sprechen ja auch bei mir merkt, dass es auch nicht so das Allerbeste ist. Ein kleines Linguistiktraining wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen für mich. Ejo! Hat irgendwie ihren Kopf aufgemacht oder so und da was rausgespritzt. Das sind so geile Gegner in dem Spiel. Ja, Paintuner, hier kriege ich die ganze Zeit Hilfe von Herayas und Nabennar. Die helfen mir hier durch das Spiel. Das ist echt cool. Das ist das erste Mal, dass ich so spiele. Wenn du auch so ultra coole Tipps parat hast, immer her damit. Aber auch ohne geht das. Ich habe meine ganzen anderen 12 Let's Plays, die ich auch alle bei YouTube hochgeladen habe. Dort bin ich mit dem Namen Film-3-Macher zu finden. Ja, die habe ich auch alle ohne Hilfe geschafft. Geht auch so, aber ich freue mich natürlich.
wenn ich keine dummen Fehler mache, wie zum Beispiel eben, wollte ich einfach in ein neues Gebiet gehen und habe den Boss noch nicht gelegt. Wäre natürlich schon doof gewesen. Excrement covered ashes. Lecker. Die gebe ich auf jeden Fall der Verkäuferin. Und da sind drei so Killerspinnen. So Killer sind die gar nicht, ne? Die kann man einfach umrunden und dann in den Rücken haken. Geht eigentlich ganz gut aus. Die machen Grab Attack. Aber der kann man echt auch ganz gut ausweichen, der Grab Attack. Die haben voll die langen Haare, ne? Das sind die Fühler bestimmt von denen. Die schleifen so hinter denen her. Machst du den gleichen Move wie die andere auch? Komm schön. Schön hinterm Gitter versteckt. Und die letzte. Und ich hoffe, ich muss euch nie wieder killen. Das ist nämlich so. Man macht das gerne alles einmal, aber wenn man die dann mehrmals immer wieder alle so triggern muss, das ist schon nervig. Ich sage nochmal Grab Tag. So, jetzt kann ich endlich das Item holen. Oder kommt noch irgendwas? Hier ist gar kein Item. Nee. Hier ist doch ein Item gewesen. I failed. Ja, ich auch, oder wie? Weil ich gedacht habe, hier gibt's ein Item. Hier gibt's gar nichts. Oder ist da das Item? Ne, das sind immer nur diese Reflexionen an der Wand. Wirklich gar nichts gewesen. Kann doch nicht sein. Ist man, bin ich jetzt nur wegen den Seelen dahin gegangen oder wie? Es wirkt irgendwie wie eine Safe Area hier. So mit Bonfire und so. Kriegt man einmal die Energie voll. Time for friendship. Was meinen die damit? Na, ist auch eine Spielnachricht, wenn ich das richtig sehe. Keine von einem Spieler gesetzte Nachricht. Ach so, jetzt komme ich bestimmt gleich zum Boss. Oh, wo bin ich hier? Black Knight. Behind. Da sitzt ein NPC normalerweise. Bestimmt, weil ich irgendein Item falsch eingenommen habe, abgegeben habe. Der NPC. Ja, toll. Bei mir sitzt er nicht. Weil ich dumm war und die Ashes der Frau gegeben habe, oder wie? Und du, bist du auch ein NPC? Nein, du bist kein NPC. Du bist ein ganz normaler Todesknight. Oh, wer war das? Aua, das war ein Pfeil! Dragonslayer Great Bow. Ich renne. Oh, das war ganz schön knapp gerade. Also ich battle mich nicht, während ein riesen Bogenschütze auf mich schießt. Der mit seinem dummen Schild, Mann! Wie kannst du es wagen, dein Schild gegen mich zu heben? Boah, der ist hart, Mann. Autschi. Oh. Knapp mal. Komm jetzt, schlag! Schlag nochmal! Nochmal! Yeah! Ist ein bisschen schwieriger, den da sitzen zu haben, okay. Och man, der hat nochmal ein Item. D
Divine Blessing. Das war immer ein wichtiges Item bei Dark Souls 1. Was war das nochmal, damit man irgendwie zwischen den Bonfiren traveln konnte oder irgendwie sowas? Und er hat ein cooles Shield. Was bestimmt viel zu schwer ist für mich. Aber so viel schwerer ist es gar nicht. Hat eine, wow, hat voll die geile Stability. Yay, das muss ich nehmen. Das muss ich nehmen. Es gibt ein neues Schild, Mann. Und ich bin immer noch unter 70%. Equipload. Geil, Omat. Coole. Wie heißt das nochmal? Silver Knight. Ach, das war ein Silver Knight. Das war kein Black Knight. Silver Knight Shield. Awesome. Mit Stability von 55, von 49 auf 55. Das ist echt ein großer Schritt. Geil. Physical. Okay, Attack Power brauche ich nicht. Cool, Mann. Cool, cool. Ja, schade, dass ich die Quest da mit dem NPC nicht kenne, aber ja, woher soll man es wissen, ne? Nee, das Bild kenne ich ja noch. Oh, das gibt es normal noch größer und da kann man dann X drücken und dann geht man in eine neue Welt. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt schon bereit bin. Wie ist es nochmal? Painted World of... Da. Ja, ist die Queen aus Dings, auch aus Dark Souls 1, ne? Ja. Einmal kurz zum Schild hin, Bild hingehen, aber es geht wahrscheinlich nicht. Man brauchte auch eine spezielle Puppe, die musste man auch dabei haben, sonst konnte man da gar nicht reingehen. Okay, ich muss jetzt mal diesen Raum hier verlassen. Boah, die sind echt schnell, die Pfeile. Hier gerade durch die Wand durch. Bam. Sieht ein bisschen eklig aus, sieht eigentlich nicht aus wie Gras, sondern eher wie Haare. Und das sieht wieder voll nach Bloodborne aus, finde ich. Hier oben die Treppe hoch. So, jetzt wäre natürlich ein Bonfire noch ganz toll. Wo kam ich her? Hier raus, ne? Das heißt, hier könnte noch irgendwas sein. Ist aber nicht. Schild hoch. Oh, ich bin ein bisschen schissig. Neues Gebiet. Ich bin auch recht weit mit meinen 19.000 Seelen. Würde ich dann auch gerne behalten. Wenn das okay ist. Oh, da kommt schon was angerusht. Zwei Hunde. Der mich umrunden will. Aua! Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Ich wieder so einen dummen Fehler mache. Und mich von leichten Gegnern einfach killen lasse. Das passiert mir nämlich gerne und häufig. Wen soll ich noch holen vor dem Boss noch? Oh! Fuck! Alter Falter, jetzt muss ich mal ganz kurz hier in Sicherheit. Den Bogenschützen oder wie? Also ich hatte eigentlich auch gehofft, dass ich da jetzt hinkomme, den auch mal gleich killen kann. Das sind zwei von denen. Und dann noch dumme Hunde. Nein, und noch vorbeigehauen. Ah, noch einer. NPC im Brunnen. Okay, ich hoffe, ich komme jetzt noch dahin. Erstmal verhindern. Oh! Wow, hier sind zwei, Mann! Und nochmal Hunde! Ey, das ist echt übel! NPC
NPC im Brunnen. Muss ich gleich mal gucken. Wow, Mann. Ist das Homing Device? Das ist eigentlich... Ja, genau. Anfangs habe ich sogar meinen Twitch-Channel NG Plus 23 genannt. Einfach nur, um mehr Zuschauer zu generieren. Ich gebe es jetzt so. Aber auch wollte einfach mal, mich auch mal drüber lustig machen, über diese ganzen Ultra-Hardcore-Zocker, die dann. Ich habe mal einen gesehen, der hat NG Plus 17 gemacht. Habe ich auch gedacht, wie? Wie kannst du das in einer Lebenszeit so häufig durchspielen? Large Titanite Chart. So, jetzt, bevor ich jetzt hier den Aufzug triggere, kann ich den triggern? Bin ich dann bei einem Bonfire oder bin ich dann direkt beim Boss? Ich würde nämlich gerne zu einem Bonfire. Wer will das nicht? Message. Fragezeichen. Shortcut. Awesome. Ja, normalerweise, wenn ich jetzt alleine spielen würde, dann würde ich es einfach probieren. Aber so, wenn ich so Wissende dabei habe, dann lasse ich mir doch gerne einen Tipp geben. Ah, und hier geht dann die Tür auf. Und dann bin ich beim... Ah, hier ganz am Anfang. Da hinten. Ah, da hinten bin ich. Gut. Einmal Seelen ausgeben. Ja, danke, Nabenah, für den Tipp. Wunderbar. Spare ich mir das Zittern. Ja, Nico XD. Gerne. Also, wenn ich jetzt nicht irgendwie krass noch diverse Sachen machen muss, bis ich da überhaupt hinkomme. Oh, ich überlege gerade, ob ich nicht mal ganz kurz